Doppel-Peace, Leute, was geht ab? Doppel-Peace auf jeden Fall an dieser Stelle hier. Triple-Peace. Ich weiß nicht, wie ich drei Peace-Finger auf einmal zeigen soll, deswegen hier zwei und dann nochmal einer dazu. Hier, komm, egal. Auf jeden Fall, moin Leute. Willkommen zu diesem neuen wunderschönen Video hier auf dem Kanal. Zu einem neuen Reaction-Video. Es ist gerade eben Sonntag. Wenn ich gerade eben mal richtig überlege, sollte das Video dann am Mittwoch online kommen. Also sprich, es ist eigentlich schon Montag. Es ist 0.50 Uhr. Ja, es ist praktisch eigentlich noch Montag, Sonntag. Dementsprechend kam heute frisch ein neues Evangio-Video online. Eine Woche nur Currywurst und Pommes essen. Er hat ein E vergessen, da steht Pommes essen. Aber okay, gut. Wir schauen uns heute auf jeden Fall das ganze Video an. Eine Woche nur Currywurst und Pommes essen. Ich würde sagen, wir schnacken mal nicht zu lange rum. Reden nicht zu lange um den heißen Brei rum. Und wir legen gleich mal los. Lasst ein Like und ein Abo da. Video von Evangio ist gleich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt, let's go und das Ganze rein damit. Hey, Süße, hättest du Lust, an meiner Wurst zu lutschen? Nein, ich hab einen Freund. Okay, jetzt ist es mein Freund. Oh, hallo Leute, herzlich willkommen. Das Video geht gut los. Ach komm, ich hab mich versprochen. Komm zu einem neuen, eine Woche Video von mir. Ganz kleine Dings nochmal. Ich finde seine eine Woche Videos sehr, sehr gut. Holy shit, das geht 23 Minuten. Auf jeden Fall die eine Woche Videos finde ich von Evangio immer eigentlich. Auf jeden Fall finde ich die eine Woche Videos von Evangio eigentlich immer mit die besten. Ich bin kurz zu Karl Lauterbach geworden, aber ich finde die eigentlich immer am besten. Deswegen, hohe Erwartungen hier. Können die denn auch erfüllt werden? Currywurst ist ziemlich geil. Wie ich Evangio einschätze, wird oftmals wieder in dem Video vorkommen. In Bezug auf, denke ich mal, auf vielen Veganer-Jokes. Deswegen bringen wir es hier gleich mal voran. Vegane Currywurst ist nicht geil. Die schöne, fettige, fleischige Schweine-Currywurst ist natürlich richtig saftig. Und damit geht's rein ins Video. Currywurst ist geil, bitte, Evangio. Du musst auch ein geiles Video liefern. Diese Woche essen wir und ich eine geile Reaction. Eine Woche lang Currywurst mit Pommes. Vielleicht aber auch heimlich auch mal eine andere Beilage. Das zeige ich euch dann aber. Das heißt, ich werde von heute an eine Woche. Ich habe mal gesehen, in Berlin wird so Currywurst viel mit Brötchen gegessen. Oder wie es die Berliner sagen, mit einer schönen Skippe dazu. Mit einer schönen Skippe dazu wird sich hier das gute Currywürstchen reingezerrt. Ich kenne das gar nicht. Ich kenne das nur mit Pommes. Aber interessant. Woche lang jeden Tag nur von Currywurst und Pommes ernähren. Das einzige Problem, was ich jetzt direkt am Anfang bei diesem Video habe, ist, du immer noch nicht geliked hast, du Arschloch. Was bist du für einer? Ich ernähre mich eine Woche lang. Das lasst ein Like da. Da unten steht auch für das Video hier. Nur so zur Info. Aber auch gerne bei Evangio. Du Unge, like doch mal, wenn du hier schon guckst. Ich meine, bei 50.000 kommt Likes hätte ich Marvin vor dem Game Master. Ja, aber das ernsthafte Problem bei diesem Video jetzt ist eigentlich, wisst ihr, Currywurst ist in der Regel Schwein. Es gibt auch Halal, werden wir diese Woche auch essen. Aber das Problem dabei ist, ich bin ein Schwein. Und ich esse dann die ganze Woche Schwein. Ist das nicht irgendwie falsch? Ist das nicht irgendwie Kannibalismus? Kannibalismus gehört zu den wenigen noch existierenden Tabus. Ach, solange jetzt mein Vater nicht sagt. Der erste Laden, zu dem ich euch entführen möchte. Wie schon bei den kompletten letzten Reactions auf Evangio. Woher hat dieser Junge die kompletten Clips? Ich verstehe es nicht. Er hat irgendeinen Clip davon, wie ein Schwein in den Laden einrennt. Dann hat er mal irgendwas davon, 5 Milliarden Unge-Clips auf seiner Fresse. Ich verstehe es nicht. Woher hat er die kompletten Clips? Was hat der für eine geile Clips-Auswahl für seine Videos? Das ist so geil. Ich will auch sowas haben. Hier ist ein Laden aus meiner Kindheit. Da habe ich früher super gerne Schwänze gelobt. Oh, Digga, die scheiß Kamera fällt immer wieder auf. Arvin, gib mir nächstes Mal die richtige mit. Sorry, Bro, tut mir leid. In den Laden habe ich super gern Currywurst gelutscht. Also wirklich, die Currywurst da ist so unglaublich lecker. Aber nicht nur die Currywurst, sondern auch die Pommes. Und vor allem die Mayo. Oh, die ist traumhaft. Neustädter Grill. Moin, eine Riesen-Currywurst bitte. 1 Euro. Deine Mutter. Auch 1 Euro. Ich weiß, du bist schüchtern. Ich zieh dich jetzt aus, okay? Haben wir es? Wir ziehen es durch, okay? 3, 2, 1. Double Peace. Oh, das wollte ich jetzt nicht sehen, sondern das hier. Och, Mann, warum bist du denn so unfassbar? Sieht ganz gut aus. Ist aber schon fast ein bisschen zu wenig Soße für meinen Geschmack.
Wir können ja hier nochmal ein bisschen zurück. Ja gut, na gut, das wollen wir jetzt auch nicht sehen, aber... Das wollte ich jetzt nicht sehen, sondern... Na, wobei, da unten drin ist ein bisschen Soße mit dabei. Hier auch so. Aber mir gefällt das ja mehr, wenn so mehr Soße mit dabei ist. Denn das Ding ist ja, man braucht ja auch was, wo man die Pommes da mit rein dippt. Und da braucht man auch viel Soße. Gut, hier ist schon gut Soße, aber da... Ach man, warum bist du denn so unfassbar könnte mehr sein. Schön. Ach nee, warte mal, ist da Mayo? Oh, Mayo und Pommes bin ich eigentlich gar kein Fan. Ja, wer ist denn... Bin ich der Einzige, der seine Currywurst ohne Mayo isst? Bitte sag mir nicht. Ein Genuss, einfach nur. Was machen die eigentlich? Tomaten? Oh, Junge, diese Riesen-Currywurst, ne? Was denn wohl? Ich schwöre, die sollte verboten werden. Mayo. Ich bin kein Mayo-Fan. Oh, ich weiß nicht, wirklich. Was ist denn diese Mayo? Irgendwas Spezielles ist da drin. Vielleicht wächst der rein. Das ist mir scheißegal. Es ist so himmlisch lecker. Unglaublich geiles, leckeres Video. Oh, diese Wurst. Es ist so gut. Es ist unglaublich, wie lecker Currywurst bei diesem Typen ist, Mann. Ich habe doch mal drauf geachtet, der brät die Wurst nicht an, sondern der frittiert sie. Weil irgendwie dachte ich, Currywurst immer anders gemacht. Und ich liebe zwar seine Currywurst, verbinde leider auch was Schlechtes leider mit ihm. In meiner Kindheit war ich bei diesem Mann essen. Mit einem Kollegen von mir, die ist Jackson. Wir schieben uns gegenseitig die Würstchen rein. Dann sage ich zu ihm, als sie fast aufgegessen haben, ey, war ja mega. Oh Gott, wer dieses Hilf-mir-Video kennt. Ja. Ich liebe zwar seine Currywurst, verbinde leider auch was Schlechtes leider mit ihm. In meiner Kindheit war ich bei diesem Mann essen. Mit einem Kollegen von mir, die ist Jackson. Wo ist der Clip? Wir schieben uns gegenseitig die Würstchen rein. Wer dieses Hilf-mir-Video kennt. Er hat auch zu viel in seinem Leben gesehen. Ich habe das Video auch gesehen. Ich habe sogar den zweiten Teil gesehen. Ich habe sogar das Remake von dem Video gesehen. Ich habe zu viel in meinem Leben gesehen. Das darf man sich nicht angucken. Ich musste meine Ausrede dazu sagen, mir war langweilig und es war sogar eine Reaction auf das Video. Aber... Bitte schaut euch niemals dieses Hilf-mir-Video an. Ich werde euch nicht den Namen sagen, damit ihr es euch nicht auch noch wisst, dann für die, die es nicht wissen. Denn schaut sich einfach nicht an. Dann sage ich zu ihm, als sie fast aufgegessen haben, ey, war ja mega lecker, ne, lass mal gleich zahlen. Dann sagt er, ey Digga, ich hab gar kein Geld dabei, Mann. Dann bin ich natürlich völlig verwundert und denke, scheiße, wie, du hast kein Geld dabei. Und seine Antwort war, wenn er gleich weggeht, ne, ich lauf einfach raus. Er ist wirklich aus dem Raum gelaufen. Ihr wisst gar nicht, wie unangenehm die Situation war, Digga. Stimmt, dein Kollege läuft aus dem Laden raus, wo er gegessen hat. Und du sitzt einfach noch mit der halben Currywurst. Da habe ich meinen Teil gezahlt, aber es war einfach unangenehm. Das ist so gut, Digga. Kein Wunder, dass ich klauen wollte. Ich darf ja diese Woche trinken, was ich möchte. Deswegen gönne ich mir jetzt einen absolut wunderbaren Pfefferminzi. Minzig. Der nächste Laden, wo ich euch meine Wurst zeigen möchte, ist ein Laden, wo ich mit meiner Ex-Freundin damals hin wollte. Leider hatten sie den Zeitpunkt Umbauarbeiten. Und als der Laden wieder aufgemacht hat, hat meine Ex-Freundin schon Schluss gemacht. Warte. Ich glaube, die Story habe ich schon mal erzählt. Alter, ich vertraue euch so viel von mir. Sowas zum Beispiel, na gut. Aber man muss dazu sagen, der Clip von Tanzverbot, den kann man bestimmt noch einfacher finden. Weil da muss man einfach mal seine alten Streams durchschauen. Aber nichts gegen Tanzverbot an der Stelle, aber... Ich glaube, den kann man noch einfacher finden. Aber so ein paar andere Clips ist schon... Frage ich mich wirklich immer wieder, wo er die herbekommt. Es ist für mich ein Rätsel. Mir an, trau du mir doch mal was von dir an. Wie wär's mit deiner Geheimzahl von deiner Bank? 21614. Idiot. Bei Edelcurry, dem Laden, zu dem wir gerade gehen, soll es angeblich laut Galileo einer der besten Currywürstchen in Deutschland geben. Aber gut, laut Galileo kann auch Jumbo fliegen. Für diesen Trip braucht Jumbo einen ziemlich steifen Koch. Forderungen werden hier wieder schon hochgestellt. So random. Aber warte mal. Wenn das die beste Currywurst Deutschland ist, gibt's Currywurst nicht fast nur in Deutschland? Das ist eigentlich eine gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist eine überdurchschnittlich gute Frage. Wartet mal. Gibt es, jetzt muss ich mal mein Licht ein bisschen heller machen. Gibt es Currywurst außerhalb von Deutschland? Durch deutsche Auswanderer gibt es in fast
in fast ganz Fernost Imbissstände und Restaurants, die diese Spezialität anbieten. Und der Berücksichtigung der Ich halte heute einfach das Maul. Das war eine stumme Reaction. Wartet mal. Nochmal komplett neu. Ich zitiere. Und durch deutsche Auswanderer gibt es in fast ganz Fernost Imbissstände und Restaurants, die diese Spezialität anbieten. Unter Berücksichtigung des Schweinefleisch-Tabus wird die Currywurst inzwischen sogar in der Türkei angeboten. Irgendwo Maps. Kann man das irgendwo zoomen hier? Nö. Aber ich sehe gerade eben, es gibt echt viele Typen, die Currywurst mit Brötchen verkaufen. Auch gut zu wissen auf jeden Fall. Gut zu wissen. Weiter geht's in der Reaction. Bester Currywurst, aber... Was ist denn die Süße? Da an der Ecke lauert sie... Pommes sind ja super. Dick und mächtig aus. Boah, die Pommes sind richtig schmackhaft. Wie wenig Currywurst ist das denn? Moment. Die Soße hat einen sehr starken Tomatengeschmack. Und schon die Wurst jetzt auch nicht so krass. War die Currywurst meiner Kindheit wirklich tausendmal besser. Also nicht schlecht, vor allem die Pommes sind echt stark. Aber die Wurst? Ey, da kannst du meinen Arsch lecken. Ganz sicher die beste. Aber jetzt, wo wir gerade hier schon so schön Wurst essen, willst du mir vielleicht einfach mal ein Geheimnis von dir anvertrauen? Damals mit meiner allerersten Freundin, da haben wir im Zimmer ihrer kleinen Schwester im Bett gebumst. Zu deinem Pech bin ich Polizist und du bist festgenommen. Moin, ich hätte eine Frage. Die teuerste Currywurst der Welt. Okay, also jetzt hatten wir die angeblich mit beste Currywurst Deutschlands. Die fand ich, war ziemlich klein und die Vanjo fand, es hat nicht gut geschmeckt. So, jetzt muss ich mir wieder niedriger machen, eine Stufe, weil ich ansonsten überbelichtet bin. Die hat Evanjo gesagt, hat nicht so gut geschmeckt. Ich fand, sie war viel zu klein von der Portion her. Jetzt geht's weiter mit der teuersten. Auch interessantes Thema. Ich habe online gelesen, dass sie eine sehr teure Currywurst anbietet, aber muss sie auch Bestellung bestellen. Und jetzt zeige ich euch noch später erst, okay. Damit ihr halt am Ende der Woche eine Veränderung sehen könnt. So sehe ich derzeit aus. Derzeit noch nicht so in Form, ne? Mir gefällt die Brust jetzt noch nicht perfekt. Der größte Feind eines Fettsacks ist wirklich die Waage. Allerdings ist die noch schlimmer, weil die redet. Dir sagt dir, wie fett du bist. 103 Kilo wiege ich jetzt derzeit. Ich habe einfach 2 Kilo abgenommen. Das ist ja ekelhaft. Wir müssen echt für diese Woche zunehmen. Ich will dich zunehmen, seht ihr euch. Stellt euch vor. Dann steigst du auf diese Waage, dann kommt diese Stimme so, hallo, Sie sind fett. Gott, scheiße, es ist 2 Uhr morgens. Oh, verdammt nochmal, kriege ich jetzt eine Currywurst her. Nein, ich habe zum Glück noch Curry-Kick. Leider kein Play. Ja, wie wir ja schon oft wussten, Evanjo ist oft in seinen Videos auf der Reeperbahn. Erstens das und zweitens zu Curry-King. Ich habe das noch nie gegessen, aber ich sehe es immer in der Werbung. Das wäre geil. Digga, mein Vater keinen Bock hatte, Essen zu machen, weil meine Mutter im Urlaub war. Dann wurde Curry King ausgepackt. Ich habe das noch nie gegessen. Ich hab voll vergessen. Das schmeckt ja wirklich so krass, das Schwein aus dieser Wurst raus. Digga, ich höre meinen Bruder kreischen, wenn ich was esse. Neuer Tag, neues Schwein. Das bin ich, oberkörperfrei. Für den nächsten Laden müssen wir genau da lang. Komm mal mit. Ey, danke für die Kamera, Mann. Ey, Moment mal. Ich habe euch voll vergessen, was zu sagen. Falls du regelmäßige Stories willst, Einblick hinter die Kulissen, regelmäßig Bilder, liebe Küsse, dann folgt mir mal auf Instagram, du dicke Schwein. Und zwar genau hier. Schweinsgedoppelschwein. Folgt mir auch gerne auf Instagram übrigens. Wartet mal, da kann ich gleich mal mein Stream Deck nutzen für. Folgt mir auf Instagram, das kann ich ganz heftig machen. Kann ich einfach auf mein Stream Deck draufgehen, dann kann ich hier anklicken, dass ich auf Instagram möchte. Und dann bin ich sofort auf Insta. Das ist cool. So. Wie mache ich das jetzt? hier. Folgt mir auf Insta. Kann ich euch nur empfehlen. Folgt mir auf Insta, da ist zwar noch nichts online, aber da wird mal bald was online kommen. Einfach folgen. Da wird es nämlich bald sehr, sehr heftig werden. Da werde ich bald Bilder posten. Dann geht's ab, dann werde ich voll der Influencer. Los geht's. Weiter geht's mit dem Video. Ah, hier. So, weiter geht's mit dem Video. Der Laden ist super
Geld für Schweine wie mich gemacht. Allerdings hat dieser Laden mich wirklich fett gemacht. Warum, Digga? Ich habe da ein Praktikum gemacht in 8. Klasse. Als Praktikant durftest du da immer umsonst essen. Ich habe es dreimal am Tag gemacht. Ich habe dreimal am Tag mir eine Currywurst oder einen Schnitzel gegönnt. Immer mit einer Cola. Später allerdings habe ich dann auch wirklich Vollzeit als Kellner gearbeitet. Ist ein anstrengender Beruf. Wirklich, vor allem Menschen sind scheiße, Mann. Unangenehmste Erfahrung, die ich als Kellner gemacht habe. Irgendwann kam so die Kartenzahlung, wisst ihr? Meine Chefin meinte zu mir, Digga, Ivanjo, wenn jemand mit Karte zahlt, sagt zu ihm, was darf ich eingeben? Der musste der Gast 30 Euro zahlen. Ich lege ihm das Kartengerät hin und sage zu ihm, wie viel darf ich eingeben? Und er antwortet, so viel wie da steht. Der hat mir 0 Cent Trinkgeld gegeben, dieses Arschloch. Geh jetzt auf arschlochausweis.de und finde heraus, ob auch du ein Arschloch bist. Alter, in Hamburg geht's gerade so ab. Ey, das Wetter wird nicht besser. Ich habe zwar mein Essen, aber Junge, ich brauche einen Unterschlupf. Oh, lass einfach schnell dieses Auto hier rein. Schnell, Schweinske noch anschnallen. Oh, Junge, sieht diese Currywurst sexy aus. Oh, das ist eine schöne. Die sieht schon besser aus. Die sieht wirklich besser aus. So eine hatte ich auch mal gegessen gehabt, wo ich mal in Berlin war. Ich war bis jetzt wenige Male in Berlin, aber wo ich das erste Mal in Berlin war, habe ich auch zum allerersten Mal Currywurst gegessen. Und die ist gut. Und zwar nämlich aus dem Grund, dass hier unten viel Soße ist. Das macht's nämlich aus. Schönheit. Oh, zum Frühstück erstmal schön, Alter. Pommes am. Ich schwör, damals hat die so viel besser geschmeckt. Echt steinhart irgendwie, Digga. Ich musste mich richtig durchbeißen. Aber leider hatte ich nicht eine gute Zeit in diesem Praktikum, das weiß ich noch. Müsst ihr mal vorstellen, ich bin in der 8. Klasse. Die sah aber gut aus. Ich bin ein Hisser, ein kleiner Fettsack. Ich arbeite meinen ersten Tag als Praktikant da. Und da war wirklich eine Frau, die war aus der Hölle. Wenn die nicht Kellnerin gewesen wäre, dann würde ich jetzt vom Arbeitsamt sitzen. Mein erster Tag und ist was Blödes passiert. Mir ist einfach ein Glas leider so beim Tragen so hingefallen. Dann sagt sie zu mir, du kannst ja wirklich gar nicht. Digga, ich bin in der 8. Klasse, bin zum ersten Mal Kellner, was willst du? Damals war ich noch voll eingeschüchtert, dachte mir so, und die fragt, das war einfach so ein Scheißmoment. Heutzutage hätte ich dir einen geblasen. Du bist gefeuert. Ich hoffe, ihr seid bereit für was richtig. Ja, das kenne ich auch noch. Ich hatte mal in der 5. Klasse Praktikum gehabt, das war noch schlimmer. Gruseliges. Das war noch viel, viel schlimmer. Ich habe so einen kleinen Fetisch. Ich liebe es, Sachen auszuprobieren. Da meine ich, zum Beispiel gehe ich super gerne, keine Ahnung, zum Türken, bestell da Bolognese. Also die sind halt richtig flubschig. Weil er geht zum Asiaten und will einen Döner haben. Wisst ihr, diese Läden, die Sachen verkaufen, die gar nicht zusammenpassen, das finde ich so interessant, was ist denn wirklich dann abartig? Aber die Läden sind auch meistens richtig komisch. Wenn du so zu einem Inder gehst und auf einmal verkauft dir einen Dürüm, dann ist es aber ganz Ende im Gelände. Also dann ist Ende im Gelände. Das darf eigentlich nicht passieren. Dass es aber solche Läden gibt. Solche Läden gibt's und die kannst du immer finden. Wenn du nach ihnen suchst, heißt das. Wenn du nach solchen Läden suchst, dann findest du die auch, aber man fragt sich, warum solche Läden existieren. Oftmals ja. Manchmal wurde ich aber überrascht. Und jetzt habe ich für euch was richtig Gruseliges. Und zwar habe ich für euch Freddy's Lieferservice. Das ist so ein Italiener. Pizza, Pasta. Aber er hat auch Currywurst. Vor allem Riesen-Currywurst. Riesen-Currywurst. Wir müssen Currywurst im Italiener bestellen. Das ist Jumbos Currywurst. Es ist Pflicht. Ah, wir müssen noch die Mindestbestellwert kommen. Wir brauchen noch 8,40. Oh, so ein Milchreis wäre geil. Ach, wisst ihr was? Ich bestelle mir einfach die Currywurst. Und dazu einfach eine Note. Dankeschön, schönen Abend. Hier haben wir sie. Schade, die ist nicht geschnitten. Die ist ein bisschen Abwechslung für euch Schweine. Ich habe Bratkartoffeln genommen. Mann, die sieht ja wirklich widerlich aus. Oder bilde ich mir das ein? Naja, das ist die Currywurst. Und sieht irgendwie komisch aus. Es sieht so reingeplatscht aus. Und die Kartoffeln passen nicht dazu. Also, Evanjo. Jetzt bin ich enttäuscht von dir, dass du Bratkartoffeln genommen hast. Nehm mal Pommes und keine Bratkartoffeln, was soll das denn? Und hier rechts ist die Mutter. Hey, steht doch. Pommes wirklich? Es steht doch sogar im Titel. Pommes. Jetzt kommen wir hier mit einer Bratkartoffel an. Das sieht echt abartig aus. Es riecht auch echt nicht gut. Es sieht halt eher aus wie eine Suppe anstatt so eine dickflüssige Soße. Ich muss auch sagen, die Currywurst ist echt klein. Die Italiener haben wirklich einen kleinen. Leck mich fettsack. Es hieß ja sogar eine Riesen-Currywurst. Das ist kritisch. Aber schaut den typischen Curry-Geschmack. Die Soße. Oh, ey, Junge. Da wurde halt einfach mit Currypulver alles verdeckt. Aber die Bratkartoffeln sind lecker. Die ist doch aus der Dose, Mann. Oh, ist die Scheiße. Was heißt doch, Mann? Ich hab Hunger. Mein Fahrlehrer hat mir noch auf meinen letzten Fahrten empfohlen, zu Ikea zu gehen, weil da soll es eine richtig leckere Currywurst mit Pommes geben. Ich glaube, irgendwie labert Scheiße, als ob es da wirklich Currywurst und Pommes gibt. Ich meine, da gibt's ja nicht mal Pommes, oder? Wir fragen mal nach. Beim Ikea, doch. Beim Ikea kriegst du übelste geiles Zeug. War letztes Mal beim Ikea, also es ist auch schon lange her, bestimmt so 2 Jahre, wenn ich es jetzt mal ganz genau überlege, also es ist eigentlich, es war auf jeden Fall nicht letztens, aber ich war auch beim und die haben sogar Schnitzel dort, die haben Fisch, die könnten eigentlich, Ikea könnten eine eigene Restaurantkette machen, das können sie wirklich machen, mit genau dem Sortiment, was auch normalerweise im Ikea verkauft, also an Essen. Hallo. Ich wollte fragen, habt ihr auch Pommes? Pommes habe ich leider nicht. Okay, gibt's gar keine Pommes, das ist absoluter Quatsch. Okay, Herr Fahrlehrer, Sie verarschen mich also. Na, guck mal, was du davon hast. Hat er aber schließlich auch gesagt, im Moment nicht. Fahrlehrer. Ja,
heißt doch anders. Oh, das war der falsche. Ich habe jetzt eine kleine Überraschung für euch, Fettsäcke. Sie steht einfach schon direkt hier. Und zwar dieses Auto hier, Alter. Junge, ist das eine Süße. Guckt euch mal den Arsch an. Das ist die Karre, ihr Schwein. Ich glaube, ich kenne mich mit Autos nicht aus, aber das ist, glaube ich, ein Mercedes. LEDs, sieht übel geil aus. Ich habe von Autofahren nicht so viel Ahnung. Und ich dachte immer so, ja, scheiß drauf, Digga. Alles fährt doch irgendwie gleich. Ich schwöre euch, ich hatte noch nie so ein geiles Lenkrad in den Händen. Es fühlt sich an wie eine Mumu. Es fühlt sich so schön an. Dieser Sitz, oh, der massiert wirklich meinen Arsch. Das ist so schön in diesem Sitz, ne? Ich frage mich gerade eben, was jetzt gleich passiert. Denn ich habe letztens ein Video von Tanzverbot gesehen auf einem von seinen Highlight-Channeln, dass der im Stream mal mit Evandio in Berlin war und die zusammen Currywurst gegessen haben. Und das würde auch vom Zeitraum her jetzt perfekt reinpassen. Und an dem Tag hat auch Evandio gefahren und er war in genau demselben Auto und es war auch so gegnerisch draußen. Hat man so an den Autoscheiben gesehen. Kommt jetzt Tanzverbot? Fährt so geil, ich drücke so ganz leicht aufs Gas. Oh mein Gott, es macht so Spaß, das Auto zu fahren. Ich habe es mir jetzt ausgeliehen, ne, für 4 Tage. Habe ich jetzt den Inhalt des Videos geleakt und gespoilert? So, vielleicht so hier Kofferraum. Man weiß es nicht. Oh nein, eine Autogrammkarte von Unge für Evanio. Vielen, vielen lieben Dank, Unge. Oh, haben wir nicht gedacht. Und ein schöner Currycake. Oh, das ist zwar hübsch, aber ich glaube nicht, dass es hier eine Mikrowelle gibt. Kriegt doch Salmonellen, Alter. Ich schwör, machbar. Nicht geil, aber machbar. Warum habe ich mir die Scheiße jetzt hier ausgegeben? Will die goldene Currywurst mit euch essen gehen. Wo kriegen wir die allerdings her? Das sage ich euch, der Evanio. Tag 3. Heute werden Schweine gejagt. Oh. Leider, daneben. Heute, wir fahren heute nach Berlin. Heute geht's nach... Er fährt nach Berlin. Ich hab's euch gesagt. Ich hab das Video geleakt. Ist mein Dings angekommen. So ein HDMI-Verteiler. Dass man praktisch, egal, ist auf jeden Fall so Technik. Und ich hab grad übelst mit der Fernbedienung rumgespielt für das Ding. Jetzt habe ich hier 5000 Fernbedienungen liegen und es stürzt andauernd irgendwas runter. Scheiße. Egal, weiter geht's. Aber er fährt nach Berlin. Ich habe das Video geleakt. Nach Berlin für die goldene Currywurst. Außerdem soll es in Berlin angeblich laut einigen Berlinern und irgendwelchen Artikeln und so die besten Currywürstchen in Berlin geben. Und er hat sogar die Marvin-Pappfigur im Auto hinten drin. Die hat er nämlich auch mit dem Stream gehabt. Die schmecken nochmal ganz anders als zum Beispiel hier im Marvin. Oh, Hamburg. Let's go. Ich hoffe, ihr seid gespoilert. Marvin, perfekt, Mann. Bevor wir mal losfahren, gehen wir noch eine dänische Currywurst essen. Was ist denn eine dänische Currywurst? Ihr fragt euch, was eine dänische Currywurst ist. Jetzt erfahrt ihr es. Also Leute, das ist eine dänische Currywurst. Remoulade drauf, Röstzwiebeln und dänischen Seegürkchen. Warum sind Röstzwiebeln so geil? Und die Remoulade, ne? Könnte ich mir ganz gut vorstellen, Remoulade ist eigentlich immer ganz nice, aber könnte auch ganz schön scheiße sein. Perfekt dazu, die dänischen Gurken auch. Ey, was eine gute Idee. Oh, lecker. Richtig gut. Okay, wir schnallen es an und dann Vollgas. Vollgas. Okay, Vollgas. Das Besondere halt bei der Berlinfahrt ist jetzt, dass ich halt zum allerersten Mal, wie ihr sehen könnt, guck mal auf die Straße hier. Ich fahre zum allerersten Mal Auto in eine andere Stadt. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe gestern eine Woche Führerschein. Boah. Da ist ich sehe dich. Marvin, von dem du der Steuermann. Alter, chill mal. Alter, das schreibe ich, mach ich hier wirklich so Action. Welche sagen, im Regen ist geil Autofahren. Ich sehe nichts, Alter. Richtig Angst, gegen die Tür war. Und die Polizei, nein, jetzt schon fest. Es ist abends, ich habe brutal Hunger. Und ich dachte mir, ich bin in Berlin. Und da kann ich doch auf eine Empfehlung mir was reingönnen. Und zwar ein Tanzverbot, der liebt halt Würstchen zu lutschen. Und wisst ihr, ich mach's einfach mit Tanzverbot. Yo, Doppelfies. Ich habe ihn empfohlen, dass wir zu Köln 36 gehen. Und der hat gesagt, naja, du feierst es ja. Aber ich. Tja. Was soll ich sagen? Ihr lasst jetzt mal alle ein Like und ein Abo für die Aktion. Ich hab's gecallt. Ich will gerade nicht so laut sein und mich dafür feiern, weil es schon nach um eins ist und ich keine Ruhestörung verursachen möchte. Aber ich hab's gecallt. Ich hab's schon gecallt, Junge. Das ist schon eine gute Leistung.
Ja, wir gucken. Vielleicht kennst du dich damit ein bisschen besser aus, aber Köln 36, ich find's einfach geil. Mit dem Feeling, die Straßen so, die Leute, die dich ansprechen, währenddessen einfach nur in Ruhe essen. Schweine, Curry 36 bin ich hier mit Hansi. Sieht das aus wie so ein Ticker? Also, das ist die Currywurst ohne Darm. Hier in Berlin geht's mit Darm ohne Darm. Wenn du mit Darm bestellst, heißt es, der reißt sich wirklich den Darm aus dem Arsch hier raus. Heißt es jetzt Schrippe oder ist es Brötchen für dich? Für mich ist es nur Schrippe. Ich sag auch die meiste Zeit Brötchen, weil Schrippe ist immer so. Ich muss unbedingt zeigen, dass ich Berliner bin. Ich sag auch Brötchen. Wir sind hier mitten von Berlin, Alter. Hier wird rum Berliner. Ui, in der geile Schrippe. Ja, friss mal die Wurst, ich will sehen, wie du genießt. Boah, da wurde mal eingestellt. Was mir auch fehlt, warum ist da keine Curry, so wenig Curry? Mmm, lecker. Malm. Ja, ist lecker? Ja. Warum ist das so tomatisch? Das hat so einen richtig starken Tomatenflavor. Ich weiß nicht jetzt. Was für Tomaten hast du genommen? Es hat so tomatisch. Es schmeckt richtig tomatisch einfach, die Soße. Oh, ja, tut schon grad weh, weißt du? Es war echt schön, Tanzi zu sehen. Ach, ich lieb den Typen einfach. Aber wir haben April, Leute. Jetzt seit über 3 Jahren bin ich selbstständig mit der ganzen Scheiße hier. Seit über 3 Jahren werde ich immer fetter wegen euch. Allerdings krass, wisst ihr, als ich damals mich beim Finanzamt angemeldet habe, gesagt habe, ich bin erst ein dicker YouTuber. Gehen wir jetzt mal nach Verdienst, auch wenn es die Arsch anhört. Aber da habe ich, glaube ich, ungefähr wie in meinem Kellnerjob verdient. So ungefähr 450 Euro. Mittlerweile, Alter, verdiene ich einfach 100K. Nein, aber halt wirklich, wisst ihr, ich kann meine Mutter finanziell unterstützen. Kann ich euch erzählen. Ich unterstütze zum Beispiel auch einen Kollegen. Ist ja auch Ehrenmann, drin Scheiße tun. Aber ein Kollege von mir studiert halt und ich finanziere sein Studium. Ich finde schön, dass ich die Möglichkeit habe, ihm weiterzuhelfen. So. Ich darf einfach meinen Traumjob hier ausleben. Dank euch fetten Gesichter. Dafür möchte ich euch wirklich danken. Aber ich bin asozial müde. Meine Fresse. Ich habe mir die Würstchen wieder reingeschoben. Morgen gibt's die goldene Currywurst. Also schnell zu Tag 4. Oh, hallo Süße. War denn die Nacht? War sie gut? War sie gut? Da waren so Typen, die haben an meinen Reifen geschnüffelt. Diese Schweine. Moin aus Berlin. Oder wenn man hier in Berlin sagt, halt die Fresse. Und zwar am 5-Sterne Adlon. In diesem Typen, nein, in diesem. Oh, da war ich auch schon mal. Also nicht im Adlon, weil ich habe halt nicht eine Milliarde auf dem Konto, aber ich war schon mal neben dem Adlon. Ich glaube, ich habe neben dem Adlon oder eine Straße neben dem Adlon so die... So, also so nicht gegenüber vom Adlon, aber da war so ein kleiner, da war so ein Kirky-Wagen. Also da war das war praktisch bloß wie so ein Auto. Wie so ein Auto. Das kennt ihr ja bestimmt. Halt einfach so ein Stand. So ein Stand. Kein wirkliches Geschäft, sondern einfach so ein Stand, wo halt dann so da aufgeht, so an der Seite von dem Wagen da. Und die dann da so das Zeug so. Da war so ein Currywagen. Da habe ich mal gegessen. Adlon Hotel. Da gibt's eine goldene Currywurst. Meine Joggy ist ready. Und Olaf. Ich kriege ich noch. Sieht das hier schön aus. Wie wohl die Toiletten aussehen? Okay, die Toilette sieht auch sehr, sehr edel aus. Ich glaube, die Seife klaue ich einfach, Mann. Hier ist sie, ihr Schweine. Adlon Currywurst. 21 Euro. Hier habt ihr sie, ihr Schweine. Die goldene Currywurst. Und guckt euch mal das. Ich habe mir extra Gold bestellt. Wir noch mehr Gold. Boah, die sieht aber schon eigentlich ganz hübsch aus. Krass, Alter. Gold macht ja geschmacklicher Unterschied. Sieht aber trotzdem einfach natürlich einfach schön aus. Was ist denn das für ein Ding hier unten? Was ist denn das für eine breite Wurst? Also entweder ist das extrem nah dran. Und die ist extrem kurz. Oder die ist einfach extrem breit. Goldene Currywurst. Boah, ist das halt. Boah, die Currywurst schmeckt scheiße gut. Alter, das ist eine gute Qualität. Das ist ein richtig glückliches Schwein gewesen. Nur die Soße in Berlin, die ist wirklich anders. Die ist einfach fruchtiger, beziehungsweise tomatiger. Und das fühle ich halt nicht so geisteskrank. Aber die Wurst schmeckt richtig gut. Würde ich auch hoffen für 21 Euro. Weil diese 21 Euro hätte ich auch... Ja gut, aber das kommt halt auch immer so ein bisschen drauf an. Es gibt viele, die das mehr so Tomatik mögen. Ich mag eher so ein Mittelding. So ein Mittelding ist gut. Und das Poloch mit dem Zweier, kannst du mich mal wieder sauer machen? Aber die Pommes, ne, schmecken edel. Aber die Mayo schmeckt mir zu qualitativ hochwertig. Currywurst schön und gut, ich liebe Currywurst. Zu hochwertig. Ich brauche ein bisschen Abwechslung. Ich bin in Berlin absoluten Dönerstadt. Frau Ex-Bundeskanzlerin, darf ich mir einen Döner gönnen? Nö. Aber darf ich mir einen Currywurst-Döner gönnen? Ja, natürlich. Currywurst-Döner kriegen wir hier bei was? Bistro 76. Er wird jetzt nicht speziell angeboten auf der Karte, aber wenn du auf korrekt nachfragst, macht er eventuell. Hallo, ich wollte fragen, kann ich mir bitte Ihre Wurst in den Mund schieben? Ich habe ihn wirklich bekommen, Leute. Ihr könnt da drin sehen, da sind die Würstchen. Die sind ein bisschen versteckt, aber hier seht ihr, es ist wirklich... Im nächsten Video tut er wirklich noch beim Internet einen Dürren bestellen. Es wird einfach wirklich noch passieren. Wirklich eine Currywurst frittiert wurde die. Er wollte ich zuerst nicht geben, Leute. Er hat erstmal so gezögert. So, habe ich 1-2 Euro mehr geboten? Dann hat er es auch korrekt gegeben. Aber es war so ein 50-50-Ding. So, normalerweise bieten die das wirklich nicht an. Trotzdem bin ich gespannt, wie schmeckt ein Currywurst-Döner. Die Knoblauchsoße in Berlin ist einfach nur Zucker. Boah, das ist ein Wurstgeschmack, aber ein richtiger Wurstgeschmack. Ich kann jetzt schon mal sagen, es schmeckt nicht besser als ein Döner. Es ist experimentell, aber das passt wirklich zusammen. Und wohin entführe ich euch jetzt? Es geht weiter, Leute. 5 Stunden. Ja, das ist halt das Ding. Du kannst schwer einen Döner mit einem anderen Zeug kombinieren. Weil ein Döner gibt es so lang, dass sich die Leute dann wirklich schon so überlegt haben, so, ja, was passt denn am besten zu einem Döner dazu?
Und das ist halt dann in dem Fall einfach dieses normale Standard-Dönerfleisch. Und nicht irgendwie ein Schnitzel oder einen, in dem Fall eine Wurst oder was auch immer die da alles noch draufpacken. Ich habe ein Currywurst-Video gemacht und da wurde mir drunter geschrieben, die beste Currywurst gibt es eigentlich im Ruhepott. Deswegen könnt ihr mal kurz ruhig sein. Sag mir, wenn Blitzer ist. Laut zur besten Liste und so weiter und so fort gibt es die beste Currywurst in Bochum. Und das ist halt der Ruhepott. Und das dauert 5 Stunden. Ich muss jetzt zum ersten Mal tanken selber. Jetzt darf ich mich auch endlich über die Tankpreise beschweren. Ah, scheiß Regierung. Ah, mein Geld, Ich habe gerade 75 Euro getankt. Alter, dafür hätte ich 75 Mal in den Puff gehen können. Lidl lohnt sich. Ja, aber ich kenne Boxenstopp, ihr Schweine. Hier, danke. In der Raststätte gibt es einfach Currywurst. Ich muss sagen, ganz ehrlich, Leute, die Currywurst sieht... Oh nein, was bist du denn? Du kannst mir nichts essen. Was ist so lecker? Noch 1:30. Wären Pommes dazu gewesen, dann wäre es geil. Ich verstehe nicht, warum Leute Currywurst mit normalen Brötchen essen. Ich verstehe es nicht. Es macht doch keinen Sinn. Leute, noch 34 Minuten. Noch 12 Stunden. Warte, was? Endlich angekommen. Hier ist der Bochumer Hauptbahnhof. Ich habe diese Wurst an der Raststätte gegessen, sonst wäre ich jetzt wirklich verhungert. Aber die beste Wurst Deutschlands, da gebe ich, kriegt ihr erst morgen. Jetzt muss ich euch irgendwas anderes bieten. Ich könnte euch ja mein Würstchen zeigen. Na, weiß ich nicht. Das mache ich jetzt auch. Nächster Tag und ich gebe euch mein Gesundheitsupdate. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, Leute, in dieser Woche habe ich meine Toilette wirklich besser kennengelernt. Und? Hast du einen Freund? Aber was mir besonders auffällt, ich kriege halt wirklich unfassbar viele Pickel. Hier ist die Beleuchtung echt gut, deswegen kann man es gut sehen. Hier zwei, hier Seite einige, hier unten welche, hier welche und das Gesicht. Also das ganze Fett. Da ist halt auch wegen den Hautunreinheiten so rum. Das ist halt auch so ein Ding, das habe ich auch gar nicht mal so gedacht, dass das so extrem ist eigentlich. Das ist so heftig, du bekommst da so schnell irgendwas, oder die Haut verschlechtert sich so schnell, ja, in so kurzer Zeit, wenn du mal was isst, was jetzt nicht so extrem gesund ist, das ist übelst heftig. Der Currywürstchen, das wirkt sich schon auf meine Fresse so aus, merke ich halt richtig. Wir sind in Bochum wegen dem Business, Leute, wegen dem Wurstbusiness. Und das ist der Laden, Radwursthaus. Bester Currywurstladen ganz Deutschlands. Wir stecken uns die Wurst rein. Also die Auswahl an Pommes sind wirklich gigantisch, auch an Currywürstchen. Sieht sehr gut aus. Ich muss schon sagen, ich finde, jetzt habe ich es weggeskippt. Nicht gegeizt. Nein, scheiße. Die also die Auswahl Nein. an Pommes sind wirklich gigantisch. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Design vom Schild hier, finde ich sehr, sehr schön. Ich finde das sehr, sehr schön. Ich mag entweder solche eher weißeren, solche weiß gehaltenen Schilder, mit so ein bisschen, die so ein bisschen bunter sind, oder mit so einem Mattschwarz und dann solchen, so einem simplen Design. Eins von den beiden Designs sieht immer hochwertig und schön aus. Das sieht vielleicht noch hochwertiger aus. Aber es ist nicht mehr einladender, für mich zumindest, als zum Beispiel so ein eher weißes Design, was eher nur so ein bisschen bunter ist. So, aber das sieht schon, der Laden sieht allein schon an diesem Bild hier sehr, sehr hochwertig aus. Das merkst du sofort, dass der sehr, 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 sehr hochwertig ist. Komplette Auswahl. Der Laden macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Currywürstchen. Mayo wurde absolut nicht gegeizt. Das ist die Currywurst, leider so gesplittet, ne? Die hätte ich gerne einfach ganz gehabt. Hier ist allerdings eine Krakauer Currywurst mit Käse innen drin. Oh, das ist immer ein schönes Upgrade mit einem kleinen Brötchen. Ausgemachte Soße von denen. Also du hast schon diesen geilen Brie-Flavor nicht in Berlin, diese Tomatige. Kleinen Käse schmeckt nicht so krass. Ich brauche die echte Original-Currywurst. So soll man doch Mayo mir bitte immer geben. Ich brauche ein paar Stücke. Warte. Ich verstehe es nicht. Warum essen so viele Leute ihre Currywurst mit Mayo? Wisst ihr, wie geil das ist, wenn ihr dann eine Currypommes habt? Das ist doch viel, viel besser als so eine Standard-Mayo-Pommes. Ich verstehe die Logik dann nicht. Noch mal anders als die in Berlin oder auch zwischen Hamburg. Ein bisschen weicher, nicht so knackig. Auch würziger. Und einige sagen, es ist die einzig wahre Currywurst. Aber sorry, die Currywurst in Hamburg, die finde ich halt echt besser. Ja, komm, die beschimpft mich. Leck mich an, die ist nicht schlecht. Kann man wirklich gut essen. Ey, ich weiß nicht, wer diese Rankings macht, ne? Aber bitte lass es einfach. Also lass doch mal Fettsäcke sowas erledigen. Hört ihr, wie frisch der Salat ist? Wir fahren jetzt weiter, Leute. Oh nee. Richtung Dortmund, weil neben Bochum ist einfach Dortmund. Und wir holen uns die beste Currywurst in Dortmund bei Willi.
Eine Kleinigkeit unterscheidet... Oh nein, nicht der. Wurst, Willi, Leute, stehen sogar die Menschen an. Willi, was hast du auf Lager für uns? Es sind mächtige Pommes mit mächtig Mayo. Es ist auch eine wirklich große Portion für 6 Mäuse. Was ich aber diese Woche wirklich gelernt habe, ich mag Currywürstchen mehr, wenn sie irgendwie nicht geschnitten sind. Ich fühle das irgendwie mehr, in diese reinzuschieben. Der selbst die ist ja besser. Ich mag das eher, wenn das so geschnitten ist. Ich mag das auch eher, wenn so Essen immer an solchen kleinen Teilen praktisch ist, weil dann braucht man mehr dafür, das zu essen. Mir geht's oftmals nicht darum, also klar, ich möchte, wenn ich esse, auch satt werden, aber wenn ich nur aus dem Appetit esse, dann geht's mir nicht darum, mit einem Bissen viel zu essen, sondern es geht mir um den Geschmack selber. Also es ist ja am logischsten, wenn man einfach viele kleine Bissen nimmt, um dann den guten Geschmack zu haben, aber trotzdem braucht man dann länger für das Essen und kann länger genießen. Aber man isst genauso viel. Das ist einfach Five-Fat-Move. Die Schweine. Das ist alles. Und satt wird man ja trotzdem. Vegan? Ja klar, Simon. Alles vegan, mein Freund. Der Kürbis ist wirklich scheiße gut. Fast doch in Hamburg. Diese Mayo ist auch wunderbar, wirklich. Mir geht zwar Currywurst-Pommes schon ein bisschen auf die Nerven langsam, den ganzen Tagen jetzt, aber es schmeckt halt auch geil. Ich fühle mich wie ein fetter Klops, also wirklich, das Fett kommt mir schon aus dem Arsch raus. Zurück in Hamburg und Gott, Leute, Autofahren, also auf längere Zeit gesehen, ist ja also. Aber Currywurst ist schon echt geil. So, Currywurst, Döner, Burger und Pizza, einfach nice. Dürüm auch nice, das sind einfach so die Sachen, die einfach nice sind. Sozial anstrengend, haben sie irgendwie leichter vorgestellt. Darf mir deswegen eine Belohnung gönnen und zwar ein Arschkratzer. Ja, die Woche ist doch härter als gedacht, weil du fühlst dich halt so übel fettig, Mann. Ich fühle mich so irgendwie 20 Kilo mehr jetzt. Und die Pickel knallen aus meiner Fresse raus. Ich finde mich unfassbar hässlich. Diese Videos sind so random. Ey, yo, Currywurst ist so geil, aber ich fühle mich so scheiße. Mann. Das stimmt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Bock, jetzt gerade eine Wurst zu lutschen. Das Gefühl kennt ihr, oder? Ja, nur mal. Neuer Tag. Oh Mann, Junge. Und ich will eine neue Wurst in meinem Mund haben. Das mache ich ein bisschen negativ, Leute, aber das gehört auch wirklich dazu. Ich möchte euch einfach auch meine echten Emotionen zeigen, dass ich auch mal keinen Bock habe. Ich habe ein bisschen Bock zu blasen. Und leider, Leute, es ist auch der letzte Tag mit dieser unfassbar süßen hier. Och, heute muss ich das Auto wieder abgeben. Deshalb fahren wir jetzt zu einem Ort, der ist schon bekannter. Da lebt ein etwas älterer Herr. Allerdings in seinem Keller. Und der furzt halt auch gern. Und gibt lieben gerne euer Geld aus. Und zwar den Clip habe ich sogar auf meiner Festplatte. Lübeck. Hä? Beste Currywurst Deutschlands. Laut Monte. Die beste Currywurst aus Deutschland. Aber laut Monte ist Sperma auch gesund. Dr. Monte empfiehlt. Laut diesem Begriff habe ich dieses Video viel zu oft gehört. So beste Currywurst. Und so sehen Toiletten im Wachtel in des Auen. Wer ist wohl auf Klo? Oh Mann! Ich scheiße! Oh. Aber den Clip habe ich zwar jetzt nicht selber, aber ich weiß, woher er herkommt. Ich mach legit Fortschritte. Oh, da ist sie doch. Die ist aber hübsch. Oh, Junge, endlich Frühstück. Die Soße soll's sein. Und das ganz Wichtige ist bei so einem dicken Junge. Ich liebe Mayo, ich brauch ganz viel Mayo. Gestern meinte ich noch, ich hab keinen Bock mehr, Junge. Ich hab grad so... Oh, das ist gerade lecker. Die Wurst ist geil. Also, beste Currywurst Deutschland. Das ist halt so ein Monster-Ding. Da wenn man zu sagen, buchst du alles Beste, leck meinen dicken Arsch. Geile Currywurst, nicht die Beste, aber... Das ist sehr, sehr geile Currywurst. Monte hat irgendwie immer die... Jetzt gerade eben in der Situation nichts gegen Monte, aber Monte hat irgendwie immer die Intention oder sagt immer ganz schnell, ja, das ist das Beste, was man machen kann, oder das ist das Beste, hier ist das Beste, da ist das Beste. Aber, nice Standbild übrigens, aber nee, es ist nicht immer das Beste. Monte, es ist nicht immer das Beste. Nicht immer. Fahren aber jetzt wirklich. Es ist oftmals gut, aber auch gut zu übertreffen, wenn man weiß, wie zum Beispiel jetzt gerade eben bei der Currywurst. Da gehört der Bürgermeisterin von Lübeck, der dann wohl gekürt zum besten Currywurstladen Deutschlands oder irgendwo oder Lübecks oder so. Also soll die Currywurst wirklich mächtig sein. Und was mächtig ist, möchte ich gerne meinen Mund haben. Freut euch kurz Bescheid sagen, Leute, Stau auf der A7 Richtung Lübeck, ne? Damit ihr auch Bescheid weiß. Danke dafür, Mann. Wisst ihr, was geil in dem Video ist? Deine Finger riechen ständig nach Currywurst. Und das ist wirklich ein leckerer Genuss. Und ich bin bei Ullala. Ja, der Laden heißt wirklich so, ich verarsche euch nicht. Und hier ist eine Tomate, du kommst mal schön weg, mein Freund. Und das soll die beste Currywurst Lübecks sein. Lang ist sie auf jeden Fall, die kann man sich schon mal gut reinschieben. Kein Currypulver drauf, das verwirrt mich schon. Hey, Junge, das ist aber eine lange Wurst, Mann. Die ist lang, aber die Soße ist komisch verteilt. Guck mal. Der schiebt sich ja schon ordentlich was gerade eben rein.
aber es ist keine Soße dran. Bin ich eigentlich persönlich gesagt nicht so gewohnt. Bin ich selber nicht so gewohnt. Ist schon komisch, die Soßenverteilung. Ich weiß nicht, ob das so natürlich ist. Wo ist ein Grünfeil steht? Oh. Ist zwar kein Curry drauf, aber die Soße ist wirklich super lecker. Und die Pommes? Auch echt geil. Es tut mir leid, dass ich es auf diesen Weg erfahren müsste. Ich weiß, es tut weh. Mann, ich hätte die Finish so gern gefahren, Süße. Das wäre nicht schwer als das. Du warst so eine Süße. Und dieser Arsch erst. Die ganzen Fahrradfahrer, die umgehauen haben. Diese scheiß Fahrradfahrer. Bitte fahr einfach. Okay, weißt du was? Ich gehe. Oh, mein Gesicht wird auch immer hässlicher durch diese Challenge. Naja, zum Glück müsst ihr mich nicht bumsen. Schade. Und da wir so viel unterwegs waren... Das ist doch keine Challenge, das ist ein Genuss. ...habe ich ganz viele Sachen voll aufgestaut, dass wir heute noch alles in diesen Tag reinballern. Und vor allem, ich will entschuldigen bei meinen muslimischen Brüdern. Ich habe euch An dem Tag werden jetzt 20 Currywürste auf einmal gegessen. Lassen. Ich habe euch enttäuscht. Es wurde nur Schwein gegessen, Schwein gebraten und Schwein verkostet. Wirst du Hölle von. Außerdem habe ich euch noch versprochen gegeben am ersten Tag. Zuerst bin ich euch zu einer Currywurst. Und zwar zu einer halal und vegan Currywurst. Um meine muslimischen Brüder zu besänftigen. Hier bei Hansegrill, Leute, mit absolut nichts. Es ist in Bergedorf, so ein Dorf neben Hamburg. Gibt es einfach eine Currywurst. Allerdings ist in diesem Laden alles halal. Es wird schön mit halal geworben in den lieblosen Salat. Oh Gott, das ist echt traurig. Das Ding ist, der Preis bei diesem Laden, der ist unglaublich. Guck mal, hier ist die Currywurst ohne Pulver. Es wird alles mit halal beworben und einem kleinen mickigen Salat. Ein bisschen flüssig hier alles aussieht. Nee, jetzt nicht so geil eigentlich aus. So, ich war bei diesem Laden schon öfter, ne? Bei mir und meinen Kollegen ist das schon so ein Witz. War so eine große Portion. Ja, ich wollte einfach 5 Euro dafür. Alles, was verkauft, ne, ist so unfassbar fraglich billig. Also wenn man jetzt, es ist jetzt nicht so komisch klingt, aber hat der gerade nicht gesagt, das ist vegan? Also wenn es vegan ist, dann könnte es auch daran liegen, dass es halt ein bisschen komisch aussieht, sage ich mal. Weil halt bei vegan eigentlich es immer ein bisschen anders aussieht, wenn man es jetzt mal so sagen soll. Aber die Pommes... Ich bin das komplette Video über komplett gelb. Komplett gelb. Weil ich die ganze Zeit von irgendwelchen Pommes und Currykack angestrahlt werde. Ich sehe es erst jetzt. Ich bin übelste gelb die ganze Zeit. Boah, die sind brutal eklig. Die sind richtig so weich. Pommes nicht halal. Das schmeckt gar nicht gut. Na, Curry gut? Und wäre die Currysoße krass, wäre es ja egal, welches Fleisch das ist. Und die Currysoße ist halt einfach... Nee. Ich brauche eine Premium-Currywurst. Ich brauche die krasseste Currywurst. Ich brauche die teuerste Currywurst. Ich zeige euch mal, wie das Gespräch geendet hat. Moin, ich hätte eine Frage. Ich habe online gelesen, dass ihr eine sehr teure Currywurst anbietet. Jetzt seid ihr enttäuscht, oder? Kann ich verstehen, aber keine Sorge, Leute. Denkt ihr, ich gebe so leicht auf. Für euch hole ich natürlich das Beste raus, was möglich ist. Deswegen dachte ich mir, hast du Scheiß auf die? Ich mache sogar noch eine teurere Currywurst als die. Lustigerweise, die teuerste Currywurst der Welt, in Anführungszeichen laut Google, gab es bei diesem Laden. Und die kostet 22 Euro. Aber ihr habt doch schon auch gedacht, das ist teuer, oder? Ich mache euch jetzt eine Currywurst. Die kostet fast 100 Euro. Da habe ich mir Wagyu-Fleisch besorgt. Also, Mr. Beast hat mal Eis für 70.000 gekauft. 70.000. Für wie viel? 5 Kugeln Eis, dann ist es bestimmt möglich, eine Currywurst zu produzieren, die mehr als 22 Euro kostet. Alter, war das toll. 200 Gramm für 80 Euro. Dann musste natürlich meine Mutter um Hilfe fragen. Und aus diesem Gruppefleisch habe ich mir eine Wurst gemacht. Und das war nicht leicht. Das Wagyu-Fleisch einfach in den Fleischwurf gehauen, wieder zugehauen, gewürzt und paniert. Irgendwie probiert eine Wurst rauszumachen. Dazu natürlich die Currysoße. Alles abzurunden, kommt natürlich auf eine gute Currywurst, Currypulver. Und natürlich, um es nochmal teurer zu machen, Gold habe ich noch aufgetan. Würde sagen, die sieht schon, also na, ganz ehrlich, schon stabil aus. Was könnte die beste Currywurst der Welt sein? Eigenen Kreation an Soße und Wagyu-Fleisch. Also 5-mal so teuer wie die echte teuerste Currywurst. Und die ist so hauchzart. Mit fast 20, dass ich sogar das Besteck hier nutzen muss. Schön in der Soße. Hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an. Riecht auf jeden Fall schon nach Currywurst. Also wenn man irgendwann mal richtig reich ist, holt man sich einen Koch, der das richtig, richtig heftig machen kann und isst dann nur noch so eine Currywurst. Dann kann man präsentieren, yo, ich bin reich. Ich esse, ich habe schon wieder vergessen, was für ein Fleisch. Ich esse eine richtig hochwertige Currywurst. Alter, dieses Fleisch ist so geil, das ist krass. Das zergeht einfach in deinem Mund, Alter. Also wenn es Evanjo gut hinbekommt zu okay, er hat die Hilfe von seiner Mom bekommen. Das darf man nicht vergessen. Aber ich denke mal, er hat auch einen großen Teil dazu geleistet. Und wenn es er hinbekommt, eine gute Currywurst zu machen, mit diesen Zutaten, dann wird das ein professioneller Koch noch besser hinbekommen. Dann zerschmilzt das mehr als alles andere auf dem Mund. Leute, ihr wisst, was euer Lebensziel ist. Jeden Tag täglich so eine Currywurst zu essen.
von einem 7-Sterne-Koch zubereitet. Wie für eine Wolke. Das ist verrückt. Die ist einfach, guck mal, fast weg. Das ist zerflossen im Mund einfach. Das Fleisch ist halt eine so sehr kranke Qualität. Aber man schmeckt auch brutal Paniermehl. Musste ich nehmen, weil sonst hätte das nicht gehalten. Mmh, aber die ist lecker. Also die ist wirklich lecker. Die fällt so auseinander fast, ne? Aber jeder Metzger würde mich hassen. Ich find's geil. Ey, jetzt mal ehrlich. Das ist doch voll die Geschäftsidee. Ich glaube, ich könnte mal einen Currywurstladen aufmachen. Hey. Ich hab gehört, die kann man Würstchen lutschen. Falscher Laden, eine Straße weiter. Danke, Süßer. Ey, verpiss dich, ich hab einen Freund. Schön für dich, du Hunde so. Und jetzt müssen wir nur noch die scharfe Currywurst essen. Problem ist, wir haben aber keine Zeit mehr dafür. Das Video sieht eh wahrscheinlich keiner bis hier. Deswegen könnt ihr mir auch keinen Druck in den Kommentaren. Evanjo. Ist jetzt die scharfe Currywurst. Ich weiß gar nicht mal, ob das Video bei mir jetzt bis Ende irgendjemand schauen wird, weil das wird, glaube ich, eine über 40 Minuten lange Reaction wieder. Aber, Evanjo, wir haben es auf jeden Fall bis zum Ende geschaut. Du musst die scharfe Currywurst essen. Machen, dass du irgendwann machen musst. Wie viel habe ich eigentlich zugenommen dieser Woche? Mein Freund, überleg dir gut, ne? Wenn ich jetzt zunehme, das wäre keine Freunde mehr. Boah, ungefähr 2 Kilo extra auf die fetten Aber das geht eigentlich dafür, dass der 400.000 Currywürste gefressen hat. Dafür geht das. Schenke. Hat sich eigentlich auch mein Bauch hier so ein bisschen verändert? An meinem Sixpack hat sich auf jeden Fall nichts geändert, ne? Schade, aber kriegt man halt nicht so schnell weg. Was sich wirklich auch verändert, ist mein optisches. Also hier wirklich übermäßig krass viel Pickel bekomme ich das ganze Fett, weil die ganze Currywurst frittiert wird. Ey, wirklich, ne? Ich fühle mich auch einfach scheiße, sag ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Ich fühle mich platt, ich fühle mich fett, ich fühle mich müde. Ich kann auch ganzen Reise liegen und Auto fahren, aber ich habe mich nach einer Woche Video lang nicht mehr so platt und fertig gefühlt und ich habe sowas von. Ja, aber das liegt dann, denke ich mal, an dem vielen Autofahren mit. Weil ich meine, wir müssen es ja mal so sehen, das ist ja das erste Mal jetzt so wirklich Autofahren für ihn. Und dann gleich dort irgendwie an jedem Tag 7 Stunden Autofahren ist schon ganz schön anstrengend. Gar keinen Bock mehr auf eine Currywurst, ne? Ich hoffe wirklich, der ganze Aufwand hat sich gelohnt und ihr wurdet unterhalten, ihr Fettsäcke. Lasst 800 Euro. Hält sich ja noch im Rahmen. Ich hätte gedacht, es ist mehr. Hält sich jetzt sogar noch im Rahmen. Ich hätte ehrlich gedacht, es ist mehr. Ja, und damit würde ich erstmal sagen, soll es an der Stelle mit dem heutigen Video gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne hier ein Like und ein Abo auf dem Video da, auf meinem Kanal da, wenn ihr Zukunft nichts mehr verpassen wollt. Checkt gerne Evanjo aus. Link dazu ist direkt unten in der Videobeschreibung. Lasst auch bei ihm gerne ein Abo und ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt gerne noch weitere Videos zum Reacten runter in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin und ciao.